3, 2, 1. Funktioniert nicht ganz. Das war eigentlich nicht. Guten Morgen. 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 Zum finalen Podcast des Jahres 2018. Wahnsinn. Ja, dreiviertel Jahr schon wieder vorbei. Nummer 21. 21. Org. Das sind einige Stunden Podcast. Ja, wann haben wir angefangen? 3. März, glaube ich, haben wir den ersten gefilmt damals. Bis donnerisch. Ja, vom November 2017 kennenlernen quasi. Also ihr zwei euch kennenlernen. Zu 21 Podcasts und schon echt viel Social Media, bla bla. Also die Leute kennen uns auch ziemlich gut jetzt schon. Inklusive ist Fotos das, aus der Jugend. Ja. Ist das gut? Ja, aber Buchtipps etc., die kommen auch gut an. Ja, ich glaube, wir haben in einem Dreivierteljahr schon echt viel. Eigentlich für das, dass man das so aus... Zum Spaß, mal, zum Spaß, so fad ist. In unserer Freizeit machen nebenbei. Sonst am Sonntagvormittag. Ja. Ist ja immer noch Spaß. Ja, das definitiv. Aber na, wir haben schon echt viel gemacht und die Zeit ist super schnell vergangen. Echt verrückt. Das stimmt. Dreivierteljahr. Keine Ahnung, was waren deine Highlights? Highlights? Das, was ich eh von Anfang an gewusst habe, dass das Lässigste wird, einfach mit vielen verschiedenen Leuten reden. Und weil es doch auch wieder den eigenen Horizont erweitert und ich jetzt trotzdem meine Patienten wieder anders sehe und anders darauf eingehe und einfach mehr Sachen berücksichtige. Und genau das ist das Ziel und genau das soll es am liebsten natürlich auch für die Zuhörer bewirken, dass man einfach out of the box denkt und weiß, dass mehr Sachen existieren und dass mehr Sachen existieren, als man selber wissen kann. Und dass man weiß, wo man sich noch mehr Wissen holen kann und mit wem man zusammenarbeiten kann, damit das halt alles eine rundere Geschichte wird. Mhm. Und ja, plaudern macht immer Spaß und wir haben echt super lässige Gäste gehabt. Also irgendein cool. Lieblingsgast oder was? Lieblingsgast. Ich habe mir es noch überlegt und ich habe ein paar Sachen zurückgehört, aber ich muss sagen, es war wirklich jeder anders und jeder interessant. Aber das ist halt so, jeder ist tatsächlich interessant und jeder hat was zu erzählen und wenn man das mit Leidenschaft macht und wenn man überzeugt ist von seiner Sache, dann ist das immer cool und dann kann man von mir aus irgendwer was über Fischen erzählen, was mich jetzt nicht brennend interessiert an sich, aber dann hören wir das auch gerne 3 Stunden lang an, wenn das wer gut erzählen kann und eben mit einer gewissen Passion halt. Ja, genau. Und ja. Deswegen, ich finde, dass unsere Gäste auch durch die Bank alle sehr leidenschaftlich ihre Sachen machen und dass das auch gut rübergekommen ist und das finde ich schön und ich finde, dass wir auch immer gut drauf einsteigen haben können und ja, dass es mit der Zeit dann trotzdem vielleicht noch ein bisschen offener, ich meine, wir sind eh offen, deswegen machen wir ja das Ganze, aber bei mir selber merke ich, dass ich ein bisschen auf der Suche bin zwischen gut finden, was ich selber tue und selber kann und nicht zu überzeugt davon werden, weil dann schränkt man sie ja wieder ein und dann macht man ja wieder den Tunnel ein bisschen zu. Mhm. Und das wird auf jeden Fall, die Podcasts werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich drüber nachdenken muss, ob das gut ist, was ich tue. Und in vielen Sachen ist es so, dass es mich dann bestätigt, wenn ich anders drüber nachdenke und andere Sachen ausprobiere. Und in anderen Sachen denke ich mir, ja, da habe ich mir schon ein bisschen eingefahren gehabt und das ist auch schade. Also ich finde es super. Für mich persönlich ist der Podcast spitze und auch für die Leute, die ich behandle dann natürlich und ich hoffe, dass es für alle anderen, die zuhören, auch so ist. Ja. Da haben wir eh auch letzte Woche schon, glaube ich, kurz darüber gesprochen, das, was du gerade angeschnitten hast. Ich glaube, die Podcasts und das Beschäftigen auf einer ganz anderen Ebene nochmal damit zeigt einem eigentlich auf, dass umso mehr man weiß, umso weniger weiß man. Ja, und das ist durch letztes Mal letztes gut angekommen. Theoretisch eh immer klar, aber in der Praxis ist es dann eh jedes Mal wieder gut, dass man mit der Nase drauf gestoßen wird. Ja. Hast du irgendeinen Lieblingsgast gehabt? Nein, ich schließe mich da eher so auch der Denise an. Wenn ich mir denke, jetzt das Revue passieren lässt, was haben wir uns vorgenommen? Nämlich die Weltherrschaft, alles. Ja, also wir haben versucht, denke ich, der Ansatz war, einen sehr großen Bogen zu spannen. Ja. Mhm. Der Gesundheit, Fitness, was gehört alles dazu? Ja. Und das Lässige daran ist, dass wir in dem Jahr jetzt geschafft haben, denke ich, den Bogen
fast auszureizen, ja? wenn wir vom Visa Joe mit Krafttraining und Natural Bodybuilding zur Tina Schneeberger mit Achtsamkeit den Bogen spannen und alles, was dazwischen war, haben wir eine Bandbreite abgedeckt, die es, glaube ich, sonst selten so gibt in dieser Verschiedenheit, in dieser Unterschiedlichkeit der Ansätze. Und ich denke, das kann oder soll für die Menschen da draußen das Interessante sein, sich Dinge rauszuholen, weil es sind alle wertvoll. Ja. Und es haben alle Recht auf ihre Art. Es sind halt auf ihre Art und Weise alle ein bisschen Extremisten. Aber wenn ich mir von diesem Extremismus ein bisschen was nehmen kann und wenn ich mir ein bisschen etwas vom Joe Visa nehmen kann und wenn ich mir ein bisschen etwas von der Tina Schneeberger nehmen kann und wenn ich mir ein bisschen etwas vom Thomas Daud nehmen kann und wenn ich von dort mir, und wenn es eine Information pro Podcast ist oder zwei, dann haben wir den roten Faden, den wir eigentlich immer wollen oder den wir präsentieren wollen. Mit deinem Ladensystem in Wirklichkeit. Mit dem Ladensystem, wo ich weiß, was ich rausnehmen kann. Das finde ich, haben wir schon mal gar nicht so schlecht hingekriegt. Ja. Das freut mich, dass wir auch diese Bandbreite an Leuten da gehabt haben, dass sie sich bereit erklärt haben, ihren Sonntagvormittag auch zu opfern. Die Leute haben auch nichts davon. Mhm. Ja. Und was mich noch so freut, ist, dass jeder sagt, okay, was machen wir da? Wie lange dauert es? Und nach 2,5 Stunden sagt, sind wir schon fertig? Schon so spät. Ja? Mhm. Und so wie die Tina vorige Woche gesagt hat, off records dann, denke ich, na, eigentlich wollte ich gar nicht so viel erzählen. Ja. Von mir, so viel Persönliches. Also dass jetzt der Rahmen so ist, dass wir da sitzen und den Leuten wirklich ein paar Sachen auslassen, die man in der Öffentlichkeit oder im öffentlichen Rahmen nicht so rauslassen. Ja, oder auch gar nicht die Möglichkeit hat. So. Naja, aber es ist schon ein Zeichen der Zeit. Ich habe heute das Postkastl aufgemacht, eine großformatige Tageszeitung, die am Sonntag einmal im Monat als Beilage eine Sportzeitschrift hat, die heute das letzte Mal nach 22 Jahren rauskommt. Und die versucht haben, immer ein bisschen in die Tiefe zu gehen, und das der Verlag aber abgedreht hat. Ja? Mhm. Also das heißt, es gibt jetzt in Österreich keine monatliche und keine wöchentliche und keine tägliche Sportzeitung, plus diese monatliche, die in die Tiefe gehen, wo wirklich manchmal Reportagen drinnen waren, wo du sagst, das ist interessant, und wird wieder abgedreht, weil vielleicht interessiert es niemanden oder wie auch immer. Ja? Also dieses in die Tiefe gehen ist heutzutage eher selten angesagt. Mhm. Und dagegen ist wieder so ein Argument, und dagegen kämpfen wir an, weil es geht schon darum, in die Tiefe zu gehen. Darum haben wir diese Buchvorstellungen, darum gibt es irrsinnig viel, denke ich, zum Nachrecherchieren von den Leuten, die da waren. Wenn man da sich mehr interessiert, kann man auch selbstständig dann nachrecherchieren. Das mache ich selbst oft, wenn die was Interessantes so, da kenne ich mich jetzt nicht aus oder das ist für mich neu, dann setze ich mich noch auch hin und sage, das schaue ich mir an, was gibt es da für Literatur dazu, was steht im Netz dazu und. Und das ist das Spannende dran und gegen diesen Oberflächlichkeitstrend anzugehen, finde ich, ist wichtig. Ist für mich total wichtig, weil sonst. Und spannend. Ja. Vor allem, weil man dann halt, jeder hat seine Wahrheit und jeder hat Recht. Und das kommt die Individualität eben so schön raus, weil fit und gesund sind alle unserer Gäste auf ihre Art, haben auch ihre eigene Geschichte mit Fitness und Gesundheit und waren auf verschiedene Arten vielleicht mal weniger so gesund und mal weniger fit und suchen ihren Weg, sie das so zu optimalisieren, dass es zu ihnen selber passt. Ja. Und deswegen, wenn die Grundeinstellung stimmt und das Grundverständnis stimmt, dann spricht nichts gegen Bodybuilding und dann spricht nichts gegen 100.000 Marathons rennen und dann spricht nichts gegen nur unter Anführungszeichen spazieren gehen. Und das war ja das Schöne in Wirklichkeit, das, was du da in Wirklichkeit gerade ansprichst, das ist der gemeinsame Nenner, jeder hat seine eigene Geschichte etc., jeder ist auf seine Art und Weise gesund. Und jeder hat irgendwie auf seine Art und Weise so einen Knacks gehabt,
ob das jetzt eine Verletzung war oder ob das jetzt ein mentales Problem war oder was auch immer. Jeder hat so irgendwo einen Knacks gehabt, der ihm dazu gebracht hat, eigentlich einen Schritt weiter zu gehen und eben anzupassen und zu adaptieren. Das ist auch spannend. Jeder muss scheinbar auf irgendeine Art und Weise trotzdem immer irgendwie ein bisschen so ein Watschen kassieren, damit er mit der Anfang zum Umdenken. Also müssen ist relativ. Ja, aber es ist so die Natur des Menschen, gemütlich zu sein, alles laufen lassen, passt eh alles und je länger du das laufen lässt, umso früher kommt dann irgendwann einmal so diese von dir zitierte Watschen und sagst, putz, aber so geht es nimmer, weil dann explodiert alles. Mhm. Ja. Ist egal, ob es körperlich ist, mental ist, im Privatleben ist, im Job ist und. Dann musst du sagen, puh, was tue ich denn jetzt? Und dann ist der Punkt, wo die Leute in die Innenansicht gehen und sagen, naja, okay, was will ich, wo will ich hin, was macht mir Spaß, womit bin ich zufrieden und sich dann versuchen neu zu organisieren. Weil das alte System so nicht mehr zufriedenstellend ist. Und in letzter Konsequenz geht es darum, dass wir zufrieden sind. Ja. Also alles andere ist Beiwerk. Es geht darum, diese Zufriedenheit mit sich und seinem Leben zu haben. Und dafür muss man halt, und das ist halt das Zeichen der Zeit auch, man muss dafür etwas tun. Mhm. Egal, ob es jetzt im Bereich der Achtsamkeit ist, egal, ob es körperlich ist oder wie auch immer. Man muss etwas tun. Und es wird dann nicht geschenkt. Und heutzutage wird halt so gern, ja, macht man halt weg in 6 Wochen und das passiert alles von alleine und ich muss nichts dafür tun. Und der komische Spruch, der Weg ist das Ziel, es passiert ja durchs Tun etwas und nicht durchs Ergebnis. Auf dem Weg des Tuns passieren die Dinge, die einen weiterbringen und nicht das Ergebnis. Das Ergebnis stellt immer nur das dar, was man getan hat. Das ist wie die Goldmedaille dann beim Skirennen oder beim Lauf am Ende, wenn ich super war. Das ist die Belohnung. Und jetzt mein funktionierender Körper oder mein schöner, wie auch immer man das definieren will, oder wie auch immer, das ist die Belohnung für das, was ich auf dem Weg dorthin getan habe. Ja. Vor allem, es ist dann auch eigentlich von kurzer Dauer, weil dann geht es ja weiter. Dann ist ja wieder das nächste Ziel. Man ist ja dann nicht angekommen und das hat man auch so schön gesehen. Keiner unserer Gäste ist fertig und die sind alle auf ihre Art schon weit gekommen und hat aber auch keiner gesagt, ich bin jetzt da, wo ich sein muss oder wo ich sein will. Und manchmal, es sind halt immer Strategien. Eine Strategie funktioniert so lange, bis sie nicht mehr funktioniert. Mhm. Und vielleicht war es immer schon die falsche Strategie, die man mental oder jetzt körperlich verwendet hat und kommt man mit der Zeit drauf, dass das eigentlich gar nicht passt. Manchmal war die Strategie vielleicht fürs letzte Jahrzehnt super und jetzt passt es aber einfach nicht mehr, weil sich die Situation geändert hat. Oder das Alter. Richtig, alles halt zusammen. Soll so sein. Richtig, und dann muss man halt, dann merkt man irgendwann, es funktioniert nicht. Leute, die bewusster sind von sich und darauf achten und wissen, worauf sie achten müssen und sie spüren können, kommen da früher drauf. Ja. Und andere Leute brauchen halt im Boscher, bis sie merken, es geht was schief und jetzt muss ich was verändern. Und es ist alles in Ordnung und es ist nie, es ist weder gut noch schlecht, noch richtig noch falsch, weil es passiert ja immer alles dann, wenn es für einen selber passt. Also verändern tut man sich auch nur, wenn man dazu bereit ist. Und man muss wollen und man muss sich auf die Suche machen und man muss ausprobieren und man muss halt einmal draufkommen, was es gibt. Man weiß ja gar nicht, was es gibt, außer man beschäftigt sich damit. Und solche Sachen werden natürlich mit Podcasts, deswegen liebe ich Podcasts ja heiß, man kann zuhören, während man putzt oder was weiß ich was macht und man hört einmal ganz andere Sachen, von denen man vielleicht sonst nie was gehört hätte. Na, auf jeden Fall eine ganz andere Tiefe eben. Ja. Und das ist, in meinem Job tue ich eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, weil natürlich beschäftige ich mich vor allem mit den Leuten, aber es wird da die ganze Zeit geplaudert und ich weiß so viele Sachen, ich weiß so viele Dinge und habe schon so viele Dinge gehört, mit denen ich mich sonst nie beschäftigen würde, einfach weil ich dann eine Dreiviertelstunde Zeit habe zum Plaudern mit den Leuten, während ich andere Sachen mache. Ja. Manchmal bewusst als Ablenkung, damit sie sich halt entspannen, damit ich mehr manipulieren kann oder was auch immer, oder damit sie nicht dagegen halten. Oder manchmal halt auch einfach, weil ich sowieso immer rede und die Leute dann halt eher mit oder eher weniger.
Und das ist halt das Schöne, und das hat man halt normalerweise nicht, wenn man den ganzen Tag ins Computerkastel reinschaut, hat man keine Zeit, dass man mit anderen Leuten über irgendein Hobby plaudert, über das, das ist, mit dem man sich noch nie beschäftigt hat und das die anderen Leute aber gerne machen. Und auf so eine Art wird das alles nach außen gebracht und wird man einmal an Sachen bloßgestellt, Situationen, die man sich sonst nicht begeben würde. Und das ist halt, bringt enorm weiter. Und wissen, was man will, ist ja genauso wichtig wie wissen, was man nicht will. Mhm. Und Situationen verändern sich eben. Und deswegen, je mehr man sich beschäftigt mit verschiedensten Sachen, desto besser. Und desto mehr bringt es dann selber. Definitiv. Und ich glaube, dass man auch... auch wieder um die Tina zum Beispiel zu nennen, auch wegen dem Podcast, dass die Leute nachdenken und reflektieren und ich glaube schon bei denen, oder auch beim Joe, weiß ich auch, der hat einfach 2,5 Stunden mit uns plaudern und da werden einfach Sachen aufgearbeitet, die du halt sonst in der Möglichkeit nicht hast. Und das ist auch sehr spannend zum Sehen. Also nicht nur, dass hoffentlich unsere Zuhörer da draußen Draht bekommen, sondern das macht die Leute, die Podcast-Gäste an sich. Muss man mal Feedback fragen, verlangen, ob die Leute sagen, dass ihnen irgendwas... Das ist echt super spannend, ja. Und aber man sieht auf jeden Fall die Zahnräder rattern. Man hört es fast rattern während dem Podcast. Und das finde ich auch so gut. Wir haben kein Geld für Werbung oder sonst irgendwas ausgeben in Wirklichkeit, außer halt für T-Shirts, was ein bisschen Merchandise und da ist. Aber alles, was wir auf Instagram haben, alles, was wir auf Facebook haben, etc. Ich meine, wenn du denkst, immer, ist immer organisch, immer die, war ja lässig, das Brian Carroll Buch mit dem Stimme Gill und dann kriegen wir eine Nachricht von ihnen, lässig, dass ihr in Europa euch das auch anschaut, So, und jetzt, was du hergesagt hast, das ist jetzt der Rückenpapst im amerikanischsprachigen Raum und so weiter, da pilgern die Leute hin, noch und nöcher. Ja. Und der schreibt uns eine Nachricht und sagt, hey, super, danke, dass ihr unser Buch, und dürfen wir euch verlinken oder dürfen wir das? So, dann denkst du, okay, wir sitzen da in Neudörfel und die sagen, ja, danke, dass ihr, das ist dann einmal, ist eine Bestätigung. Das ist einmal eine Bestätigung. Ja. Na, dass man am richtigen Weg ist, das finde ich echt, echt cool. Ja. Auch wenn ein paar dubiose Follower schon mittlerweile dabei sind. Weil? Hast du gesehen, die Dame, die spezielle Beckenbodenübungen für Damen anbietet? Also, und deren Instagram-Name ist irgendwas wie Vagina Train oder irgend sowas. Ja, so irgendwas. Das wird mein Laden. Allerdings. Das ist super geil. Wichtig. Ja, und das ist echt, die macht halt nur so Beckenboden. Ja. Also, nein, es ist echt spannend, was sich da alles tut. Und überhaupt, ich habe mich natürlich auch gefreut, also mit dem Schärf Daniel oder mit der Kerschbaumer Lisa, die ich, wenn nicht das letzte Mal in Wirklichkeit, ich hatte mit Dani hin und wieder, irgendwann in den letzten paar Jahren immer wieder über den Weg gelaufen oder so. Aber in Wirklichkeit, wir waren halt in der Schule, wenn wir 15 waren oder so, bis ich dann die Klasse gewechselt habe. Und triffst dich halt irgendwann, plauderst halt 5 oder 10 Minuten und dann später sitzt halt mit denen zusammen und philosophierst über Sport 3 Stunden lang. Ja. Also es ist schon geil. Ja. Vor allem, es ist so übergreifend, weil natürlich beschäftigen wir uns mit Gesundheit und Fitness und Sport, aber es trifft in allen Lebenslagen zu. Ja. Und es ist einfach schön, da so einen gemeinsamen Nenner zu finden mit allen möglichen Leuten aus allen möglichen Sparten. Und man nimmt einfach selber so viel mit. Stimmt. Also ich bin aus jedem Podcast immer mit einem Grinser rausgegangen, habe gestrahlt wie ein Atomkraftwerk, weil ich mir einfach dachte, hey, Leimann, ich habe mir gerade so irgendwie ein Buch lesen, da spart. Ja. Weil gefühlt einfach, und eben du reflektierst während dem Podcast schon und dann nimmst du es mit und dann rattert es den ganzen Sonntag. So wie du sagst, und wenn es nur 1, 2 Dinge sind, die du mitnimmst, aber die rattern dann und beim nächsten Mal Training oder was auch immer, setzt das einmal um, nimmst das mit, probierst das einmal, was auch immer. Das ist ja auch das Nächste, dass diese Offenheit und diese Kommunikation nach außen hin ja auch dazu geführt hat, dass man sich einfach vielleicht ein bisschen mehr traut, mehr Sachen noch zu probieren oder über mehr Dinge oder offener über andere Dinge einfach noch zu reflektieren. Wo vielleicht einer sagt, ja, Natural Bodybuilding, Dorfblasen und du. Aha, okay, na, wenn man es richtig macht, dann kann ich vielleicht eh mal wieder ein bisschen Gewicht nehmen. Genauso wie die Leute, die nichts von Achtsamkeit und von Ruhe halten, die dann sagen,
Vielleicht probiere ich es einmal mit Meditation, vielleicht tut mir das ja gut, das Entschleunigen. Weil man von außen halt nichts beurteilen kann und dafür muss man halt immer in die Tiefe gehen und reinschauen. Und das mit drei Stunden kriegt man das eher hin. Es geht eben darum, auch wenn die Leute dann ihre Beweggründe oder so sagen, das, wie gesagt, das ist ja irgendein Watschen, irgendein Kick, irgendeine Kreuzung, wo man sich dann entscheiden muss, in welche Richtung gehe ich. Und wenn jetzt der Wizard schon sagt, naja, okay, nach der Knieverletzung war sein oberstes Ziel, wieder fit zu werden. Dann ist sein Sportart nicht mehr gegangen, dann hat er sich was anderes gesucht. Und dann ist er halt reinkippt, weil wenn du dich mit irgendwas sehr, sehr intensiv auseinandersetzt, dann kippst du halt hinein. Ja. Dann bist du in der Welt drinnen. Ja? Ja. Und da kriegt man halt viele Ansätze. Aber wie gesagt, die Leute, wenn sie dann so sind dann in ihrem Spezialistentum, ja, das ja überhaupt kein Negativismus ist. Ja. Ich denke mal, meine Aufgabe oder mein Job ist eher general oben drüber zu schauen und dort zu unterstützen, in der generellen Ansicht, auch in meinem Job. Ja. Sagen, du machst das und du das und du das und ich bin nicht der Weltklasse-Krafttrainer und nicht der Weltklasse-Ausdauertrainer und nicht nur der Rückentrainer und nicht nur der, sondern alle Felder abzudecken und dem normalen Menschen, das kann durchaus auch ein leistungsorientierter Sportler sein, weil die haben auch genug schwarze Flecken, dort einfach hinzuzeigen, zu sagen, pass auf, wenn du dort etwas tust, dann wird das Gesamtbild besser. Wenn du dort etwas tust, wenn du versuchst zu meditieren, wirst du besser. Wenn du ein bisschen mehr Kraft hast, wirst du besser. Wenn du, wirst du besser in deiner Sportart oder für den normalen Menschen im Leben. Und das ist mein Ansatz. Und deswegen ist dann sehr interessant, wenn dann Spezialisten in ihrem Gebiet kommen und dann sagen, ja, und da, und da, und da. Und dann kann man sich wieder diese zwei, drei Sachen raus und sagen, ah, das kann man wieder einbauen, das kann man benutzen, da kann man sich weiter vertiefen, da kann man vielleicht auch abseits des Podcasts bei denen nachfragen und sagen, hey, ja, oder kommen wir her, machen wir mal mit ein paar Leuten was, ich mag mir das anschauen, wie du da wirklich arbeitest und. Und das bringt auch etwas an Mehrwert. Ja, an Substanz einfach. Ja. Ne? Ja. Mehr Information, mehr Wissen, ja. Das ist ja das, der Austausch. Ja. Ja. Und eben, es ist eben alles wichtig, weil der Ausgleich ist wichtig und dafür sorgen, dass es nicht einseitig wird und eben, dass die Vogelperspektive eigentlich das große Ganze sehen und aufzeigen, wo man noch was erreichen kann. Und ich bin in manchen Sachen dann wieder sehr detailverliebt und finde das auch sehr wichtig. Aber es muss eben alles zusammenpassen und deswegen glaube ich, dass wir uns auch ganz gut ergänzen, weil wir teilweise sehr, sehr andere Ansichten haben und das ist auch bei den Podcast-Gästen immer wieder rausgekommen, teilweise total andere Ansichten, aber immer vor allem gemeinsame Nenner und vor allem Sachen, die uns vereinen. Und ja, die Diskussionsplattform, die ursprünglich angedacht ist. Ja, aber es ist so, wie der Bernd Steiner gesagt hat, ich meine, wir reden von außen über das Schulsystem, wie halt alle da draußen und er steckt mittendrin, also lange, lange Jahre als Lehrer und ist das Ausbilder von Lehrern, der hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge, weil er ganz andere Dinge weiß, die wir einfach nicht wissen. Wir wissen es von Erzählungen aus unserer eigenen, das ist immer das Schlimmste, eigene Vergangenheit, die auch schon ein paar Jahre her ist. Dann im Bekanntenkreis vielleicht die Kinder haben, die in die Schule gehen oder wie auch immer und bilden uns unsere Meinung. Das, was wir vielleicht noch in der Zeitung lesen und dann bilden wir uns unsere Meinung. Und der sitzt auch an der Quelle und sagt, hey, wir im Hintergrund arbeiten wir ja schon ganz, ganz an anderen Dingen, weil wir wollen ja auch, dass es in die Richtung geht und wir wollen, dass so passiert und so passiert. Ja. Dass man da mal weiß, was spielt sich da eigentlich ab, was tut sich da, das wissen ja wir gar nicht. Ja. Eben am Beispiel vom Bernd in Bezug auf Schule und Schulsystem zum Beispiel. Ja, das waren Dinge, von denen das habe ich nicht gewusst. Ja, vor allem, weil auch die Lehrer davon selber noch nichts wissen, weil die halt sich davor vorbereiten, dass die Lehrer in die Richtung dann bringen. Halt. Genau, genau. Also da haben wir wirklich jemanden gehabt, der an der Quelle sitzt, wo entwickelt wird. Spannende Sache. Ja, und das sind halt Bereiche, wo man zum Teil selber wo man blind ist. Nicht weiß, weil man damit auch nicht konfrontiert ist, weil man in dem Bereich auch nicht arbeitet. Woher sollen wir es wissen? Aber
Aber es betrifft alle und es ist natürlich, dass man unzufrieden ist mit dem Zustand, aber eben von außen urteilen und sagen, es funktioniert nicht, ist halt auch so eine Sache, weil wir haben ja keine Macht, das irgendwie zu verändern und deswegen ist es dann noch interessanter, den Einblick zu haben und noch nicht. Und zum Glück gibt es ja Leute, die eben den Einblick haben und die da direkt damit, es gibt ja genug Veränderungswünsche, es ist nicht so einfach zu verändern und es ist auch verständlich, warum es nicht einfach ist. Wir sind halt dann noch ein bisschen starrer in unserem System als vielleicht anderswo. Aber es ist auf jeden Fall gut zu hören, dass es den Veränderungswillen gibt und dass sie damit beschäftigt wird und dass Innovationen einfach langsam, aber doch versucht werden umzusetzen. Ja. Was man halt merkt, das hat man gesehen jetzt beim, wie wir über die Faszien gesprochen haben zum Beispiel, mit dem Erik, der ja aus dem aus Deutschland kommt, ja, und sich halt da jetzt festgesetzt hat. Und wenn man den jetzt auch verfolgt, trotzdem, was er so treibt, sein Arbeitsgebiet noch immer 90% in Deutschland ist, dass es dort einfach Ballungszentren gibt, wo in diesen Geschichten du einfach Seminare, Workshops, Kurse füllen kannst, weil die Dichte da ist und weil die Leute da sind. Und das sind so Themen, die lässig, und da muss man wieder zurückgehen und sagen, naja, okay, wir sitzen aber jetzt nicht im Ruhrgebiet, wo, weiß nicht, wie viele Millionen Menschen auf verdichtesten Raum sind, sondern wir sitzen halt im südlichen Niederösterreich, wo wir ein Einzugsgebiet haben, was um Eckhäuser kleiner ist, ja, und wo die Menschen gar nicht da sind und wo das Bewusstsein teilweise der Menschen noch gar nicht so ist. Ja. Das Bewusstsein dieses Feld zu bearbeiten, ja. Man sieht es bei der Faszienrolle, wenn die Leute kennen, eine Methode drüber rollen, bis sie Weinkrämpfe bekommen. Und wenn man ihnen dann erklärt, dass das auch anders, dann sind sie eh fasziniert. Aber du musst einmal diese Hemmschwelle durchbrechen und das ist so viel Arbeit, so da hineinzugehen. Ja? Die Menschen haben so bei uns eine ganz dubiose Erwartungshaltung, ja, in Bezug auf Training und Bewegung und so weiter. Ja. Und da zu sagen, okay, da gibt es solche Systeme, die funktionieren in einem anderen Setting, aber sich da auch Dinge rauszunehmen und sagen, okay, und in einer ein bisschen abgeänderten Form, nämlich auf unsere Marktbedingungen abgeändert, versuchen auch zu implementieren. Ja. Das sind schon spannende Ansätze, die man halt auf unseren Raum da verändern muss und da auch den Mut haben und sagen, okay, da gehe ich jetzt rein. Mhm. Ja, und das probiere ich jetzt, weil es eine spannende Sache ist, weil sie funktioniert und da hineinzugehen und die Leute da draußen auch zu überzeugen und zu sagen, hey Freunde, das bringt euch weiter. Ja. Ja. Und das Interessante ist ja trotzdem, dass man draufkommt, was dann bei uns funktioniert, weil jedes Gebiet ist anders, jede Mentalität ist anders. Das heißt, wenn man es 1:1 probiert umzumünzen, was woanders funktioniert, das geht einfach nicht. Mhm. Das heißt, wir müssen den Weg finden, jeder für sich und die Gesellschaft an sich, wie wir am besten Veränderungen umsetzen, wie wir dazu kommen, dass wir verändern wollen, wie wir realisieren können, was wir verändern müssen und wie wir dort am besten hinkommen. Im Moment habe ich mich wieder komplett in einen Infoüberfluss reingekippt. Also ich höre im Moment extrem viele Podcasts immer, aber jetzt im Moment gerade wieder extrem. Und es ist so interessant und die Welt ist eigentlich so groß, weil es gibt so viele Informationen, es gibt so viele Unterschiede und eigentlich aber so klein, weil man eben, wenn wir dann in kleinen Neudörfel einen Instagram-Post posten und in Amerika kommt der an und wird der gesehen und super interessant und eine super Möglichkeit. Andererseits ist es dann, muss man halt auch herausfiltern, was dort funktioniert, was kann bei uns auch funktionieren und was nicht. Und dort, es ist ja nirgends rosig. Also es ist ja nirgends. Du siehst halt, wenn es jetzt den ich habe jetzt mit einem Training mit den Leuten darüber diskutiert, zum Beispiel in Bezug auf Langhanteltraining. Ja? So, Hanteltraining. Bei uns annähernd unbekannt
vielleicht jetzt durch die Crossfit-Geschichte und so beginnen die Leute sich damit auseinanderzusetzen. Das ist halt was, wo die Gewichtheber trainieren und aus und Ende. So. Im amerikanischen Raum, dadurch, dass generell der Sport anders organisiert ist, dass nicht dieser Vereinssport dieses Übermaß hat, wie bei uns, sondern der Schul- und der Universitätssport. Mhm. Es hat jede Highschool, das Footballteam, das Basketballteam, das Eishockeyteam, das Cheerleader-Team, das was weiß immer, und haben einen Sporttrainer, nämlich für die Sportler, und einen Konditions-, Kraft-, Beweglichkeitstrainer. Mhm. Und der trainiert alle Mannschaften und die haben einen Kraftraum und ein Ding, da gibt es Fotos von Universitäten oder Highschools, also die haben Sportstätten, sowas haben wir in Europa noch gar nicht gesehen. Ja. Nicht einmal professionell nämlich. Ja, nicht einmal im professionellen Rahmen. So, und dort trainieren die. Das heißt, jeder, der dort irgendwo turnen geht, hat mit dem schon zu tun gehabt. Auch wenn er nachher keinen leistungsorientierten Sport mehr betreibt, die haben alle schon mal in der Hand gehabt. Mhm. Ja. Oder viele. Ja. Ja. Bei uns, wenn du Leute fragst, die auch leistungsorientierten Sport betreiben, ja, da gibt es, teilweise gibt es Leute, die haben Videos gepostet, wie sie trainieren. Da denkst du, Gott sei Dank hat er das überlebt. Ja, also, und haben, ja, also es ist so der Ansatz bei uns, sagen wir mal, bei der Schule oder beim System, ist dieser Basisansatz fehlt zum Teil. Und dann kommen die Leute irgendwann daher und sagen, ja, nein, ich will mit da. Nein, keine Hantel und auch nicht die leere Hantel. Du bekommst mal den Besenstiel und jetzt schauen wir mal, wie das ganze System funktioniert. Ja? Und wenn sie sich da hineintrauen und sagen, okay, ich tue das mit Besenstiel, in einem halben Jahr funktioniert es eh. Und dann sagst du, boah, das ist Wahnsinn, das geht was weiter. Ja? Aber diese Differenzierung in dem System, ja, dass die Leute was mit diesen Dingen keine Berührungspunkte gehabt haben, ja, ihr ganzes Leben lang noch nicht. Und dann kommen sie mit 40 daher und sagen, naja, ich habe jetzt gesehen, Langhantel ist super, ich möchte, oder Kettlebell ist super, ich möchte. Mhm. Ja, okay, fangen wir mal an mit, warum, das muss man auch lernen. Ja. Ja. Diese ist halt, wenn man sich anschaut, in welchen, wie die zum Beispiel im englischsprachigen Raum zum Teil arbeiten und mit welchen Leuten die arbeiten und wie die vorgebildet sind zum Teil, die Leute. Das ist eine ganz andere Welt teilweise. Ja. Ja. Das ist, auf der anderen Seite sind es wieder so, dass die teilweise mit leider vor Ort und Weise arbeiten, wieder gerade im Crossfit-Bereich und so weiter, wo man denkt, also wenn du die Videos siehst, immer mit der Dame mit 110 Kilo und allen möglichen, also da würde ich mich hüten, der irgendein Gewicht einmal in die Hand zu drücken oder die irgendwelche Intervalle laufen soll. Oder Scheiß, das ist nichts. Da wird halt eine und über die Community und Get Your Travel. Ja, sind halt, aber wie gesagt, ich finde, das Spannende sind eben Ansätze, da auch zu übernehmen und auch von den Leuten, die da waren und das dann auch umzusetzen. Wir versuchen es ja genauso umzusetzen, das, was wir von unseren Gästen hören oder mitbekommen im täglichen Ablauf. Ja. Das ist so für mich so die Zukunft. So. Also Pink and Brain, ja, die Weltherrschaft, also ein in sich schlüssiges System zu haben, das aber so durchlässig ist, dass jeder kommen kann und machen kann, in Wirklichkeit machen kann und teilnehmen kann, ja, und sich weiterentwickeln kann. Ja. Und man kann nicht wissen, was man nicht kennt. Also man, ja. Wenn, ja, aber wir haben es ja gesehen. Was man nicht weiß, dass man es nicht weiß. Wir haben es gesehen beim Workshop, wo man eigentlich zwei Themen gehabt haben und beim einem Thema schon mal so lange hängen geblieben sind, dass das zweite fast gar nicht mehr gegangen ist. Mhm. Und da waren durchaus Menschen, die sportlich aktiv sind und so weiter, aber die immer geschrieben, buh, aber so habe ich das nicht. Und da ist es gegangen um Stützen. Ja. Ja? Das ist nur gegangen um Stützen. Ja? Ja. Und wir haben 2 Stunden mit Stützen verbracht. Und wie halte ich die Finger und wo spüre ich mein Schulterblatt und was ist Rumpfspannung und. Also, buh,
Ja, und das waren aber Leute, die durchaus trainiert waren und die, die schon jahrelange Erfahrung im Training haben und. Ja. Also da sind Felder offen, denke ich, die spannend sind, wo man. Ja, es muss nur das Bewusstsein einmal, der Samen des Bewusstseins muss mal gesät werden. Da sind wir ziemlich gut dabei, denke ich. Aus dem Autopilot. Das ist halt immer ein bisschen, wie immer in jeder Lebenslage geht es halt ums Gleichgewicht, weil wir wollen die Leute natürlich dazu bringen, dass Bewegung Regelmäßigkeit wird. Wenn Bewegung aber Regelmäßigkeit wird, dann schaltet sich auch der Autopilot ein und dann macht man es halt, wenn man es macht und denkt nicht mehr darüber nach, wie man es macht. Und wenn man irgendwann 100 Liegestütze machen kann, denkt man auch nicht mehr drauf, dass man vielleicht die Liegestütze so anpassen kann, dass man nur mehr 10 schafft. Oder wenn man richtige Liegestütze macht oder optimale Liegestütze. Kreuz hebt. Zum Beispiel. Ich schaue niemanden an. Ich weiß nicht, wovon ihr spricht. Nein. Ja, aber die Wangen werden schon so rot wie die Mütze. Super. Ja, aber ja, ist ja auch lässig. Man liebt es mich auch halt. Herausgefordert und auf einen bewussteren Weg gebracht. Vor allem, also, und es ist immer noch so, dass es dir auch keinen Spaß macht, wenn du wieder zurückschrauben musst, weil es sich halt immer so anfühlt, jetzt habe ich was aufgebaut und muss ich das wieder aufgeben, aber der Unterschied ist, ich mache den Schritt zurück. Ja, und du machst den Schritt zurück und dann damit kriegst du ja die Basis dafür, dass es wieder weitergeht. Ja. Weil wenn man nämlich irgendwas ganz falsch macht, dann kriegt man eh Probleme, aber wenn man es halb falsch macht, dann geht auch nichts mehr weiter. Genau. Aber das ist halt so mit dieser Wellenstruktur, ich meine, das ist im Verständnis der Menschen, egal ob es ist. Es geht nicht immer weiter. Training, es kann nicht immer nur weitergehen. Die Menschen haben so im Kopf, das ist so. Ja, das wird ihnen so. Ist genauso wie in der Wirtschaft. Das ist jeden Tag oder jedes Jahr machen wir 5% mehr und 5% mehr und 10% mehr. Also, aber wir gehen immer von einer höheren Basis aus und dann irgendwann ist es Ende. Ja. Und dass dieser Weg kein stetiger ist, sondern dass es da in diesem Weg Wellen gibt, wo man wieder genauso zurückgeworfen wird oder zurücksteigen muss, damit man dann den nächsten Gipfel erklimmen kann. Das ist so. Und dieses Verständnis ist aber in vielen Teilen nicht da, weil es muss immer so stetig bergauf gehen. Es geht aber nicht stetig bergauf. Ne? Ja. Keiner hat mehr Zeit dafür, dass er einen Schritt zurück macht und wieder. Ja, aber dass das System nicht funktionieren kann, weil wenn du jetzt im Winter mit den Ausdauersportlern sagst, na, jetzt gehen wir 2 Schritte zurück und jetzt gehen wir da und ein bisschen und es ist, nein, ich verliere, ja, ich verliere. Na klar verlierst du jetzt, aber du verlierst jetzt, damit du wieder aufbauen kannst. Ja. Und die glauben, sie bleiben auf dem Niveau und da setzen wir nur was drauf und nur was drauf. Nein, wir müssen Ressourcen schaffen, wir müssen ausrasten, wir müssen, damit wir dann wieder können. Und vor allem, was die Leute nicht verstehen, ist, dass sie ja damit eben auch diesen Abfall wieder ein bisschen abfedern, weil umso höher du rauf wanderst, unter Anführungszeichen, ohne dass du eben wieder... Der Endpunkt des Stetigen und der Wellen ist dasselbe. Ja. Nur das Stetige funktioniert nicht und in der Welle kommst du dann dorthin. Ja. Weil man kann nicht immer nur auf Vollgas stehen, das geht einfach nicht. Irgendwann geht es dann halt nicht mehr und dann kracht's. Aber das ist für mich ein philosophisches Problem, das hätte man mit Philosophen, mit Georgi diskutieren, aber das haben wir auch. Die Thematik, immer am Gas zu stehen, es wird immer mehr und immer Ding, und es gibt auch, das ist im wirtschaftlichen Bereich so, jeder muss, wie gesagt, noch 3% mehr, noch 5% mehr, und es darf ja nicht weniger werden. Ja. Und wenn, und das wenn, mit wenn, geringem und, Investment. Und wenn sie, und wenn, und wenn, wenn, wenn sie 5% mehr machen und die Prognose war 7% mehr, fällt der Aktienkurs in den Keller, weil er irre ist, sie machen mehr als. Und im körperlichen Bereich und im Trainingsbereich genauso. Es gibt ja nur die schönen Bilder. Es gibt ja nur, wenn wir jetzt beim Skifahren sind, es gibt ja nur die Bilder vom Training, vom Hirscher, wo er lacht und wo er, aber es gibt nie die Bilder, wo er in der Ecke liegt und fast dreht, was gar nicht mehr geht. Und die hat auch der Herr Natürlich Hirscher. Hat er die, ja. Und ich habe da in dem Zusammenhang mit einer
Krankenschwester gesprochen, die war in Oberdorn, bis den Hermann Mayer nach seinem Motorradunfall zusammengeflickt haben. Ja. Mhm. So, der Hermann Mayer, der Herminator, der Unzerstörbare, der unglaublich, ja, den nix. So, und die hat gesagt, der ist nicht einmal gesessen mit Tränen in den Augen und hat gesagt, ich scheiß drauf, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, es ist Ende, ich scheiß drauf, ich fahr heim, ich will nicht mehr, es geht nicht mehr. So, diese Bilder kennt keiner, mhm. diese Aussagen kennt keiner, weil es ist dann nur, der. Ja, ja. Ja? Und der Unterschied ist natürlich, dass er es trotzdem zusammengebracht hat. Er hat es zusammengebracht, mhm. aber er hat auch die Tiefs. Und ja. diese Tiefs werden aber nicht publiziert, weil es ja nicht geil sind, weil sie ja nicht ja. den Werbewert vielleicht ja. haben fürs ja. Giebelkreuz, weil es ist nur erfolgreich, nicht erfolgreich. Was? Ja. Die Schwäche geht wieder. Nur ja, es werden halt nur Extreme. Und die berichtet. Menschen glauben dann, bei den Leistungssportlern geht es immer nur so. Ja. Aber das, ja, und das in den Köpfen zu bekommen, dass die genauso da immer sagen, oh, da hat ja. will ich gar nicht. Ja. Und es geht mir am Wecker und sich dann, der trainiert auch nicht nur, wenn es einmal Spaß macht, und der trainiert ja. auch nicht nur Sachen, die einmal Spaß machen, richtig. Oder wie auch immer. Ja. Und da das zu verstehen, dass das... Aber das ist auch so ein bisschen eine österreichische Mentalität, das ist immer wieder im Leistungssport, wenn irgendwer immer mal ein Loch hat und keine Leistung erbringt und weiß er nicht, hat davor 2 Tennisspiele gewonnen und dann gewinnt er 1 nicht und dann... Aber, das ist so ein bisschen österreichische Mentalität, ja, aber, auch, dass man ihm einfach einmal ein Tief vergönnt, den ja, Leuten. Aber ich glaube, das ist generell so, weil ich glaube ja. nicht, dass... Aber man schaut ja Sport dafür, den, dass man es wenn du in England im Fußballbereich unterwegs bist, mhm. glaube ich, da ist es noch viel, viel schlimmer ja. mit ja. der Yellow Press. Ja, oder ja, ja. wenn du in Deutschland in gewissen Bereichen unterwegs bist und dann bist du am Titelblau von der Bild-Zeitung, die zerreißen ja. und die lesen mhm. nicht 3 Millionen Leute, sondern ja. nicht 20 Millionen Leute jeden Tag ja. oder so. Ich glaube, da geht schon durchaus was anderes dann, ja. Und das ist fast noch schlimmer als bei uns in diesem... Ist halt auch menschliche Natur, ist ja auch für jeden individuell, weil man zeigt natürlich auch lieber die schönen Seiten von sich selber als die schlechten und das bei aber uns... Aber genau ist, was er sagt, die schönen und die schlechten, mhm. ist es schlecht? Nein. Es ist ja nicht schlecht. Nein. Und deshalb, und das ist halt wieder so der Definitionspunkt. Ja. Es ist nicht schlecht, es ist ja. normal, es ist halt es ist nicht lustig, ja. es ist halt vielleicht schier, mhm. aber es ist nicht schlecht. Nein. Es gehört dazu. Es gehört dazu. Es ist der Wachstumsboden. Genau. Es ist, genau, das ist der Boden oder das ist der Nährstoff für die Optionen, sich einfach zu entwickeln, zu wachsen und eben auf, du wirst halt von dem Schlechten besser. Und die Leute, die so schnell und so brav gehen, die haben halt das Problem, dass sie dann ganz, ganz tief fallen. Ja. Und das dann aber glauben, in diesem Aufstieg unnahbar ja. zu sein, zu werden, so ja, ein bisschen ja. Icarus-mäßig, ja, und dann ein bisschen zu nah an die Sonne und dann gibt es aber keinen langsamen Sinkflug, sondern gibt es runter ja. wie ein Stein. Ja? Ja. Und dann sind sie verwundert. Und eben, weil es nicht funktioniert so. Ja. Der Preis ist und irgendwann... Und bei keinem, das geht bei keinem. Geht bei keinem, ja. Und diese Themen haben wir beim ob es jetzt persönliche Entwicklung ist, ob es jetzt sportliche Entwicklung ist, ob es jetzt im Training ist, das ist immer dasselbe. Wenn man den Leuten dann erzählt und sagt, okay, Kraftaufbau geht jetzt sehr, sehr schnell, aber das Basophil-System braucht viel, viel länger. Der Knochen, die Sehne, der Knochen, ja. der Knorpel brauchen viel, viel länger. Die brauchen ja. bis zu einem Jahr, ja. um ja. positiv zu adaptieren. Dass der Muskel schon so angeschwollen. Ja. Nur dann hat der Muskel so viel Kraft und zieht an der Sehne, die noch nicht nachgekommen ist, an und dann reißt sie. Ja. Ach so, ich habe mir gedacht. Und diese Eindimensionalität, ja. die immer vermittelt wird, ja, die zu brechen. Ja, weil so du halt nur die Muskeln siehst, die geil ausschauen und die super lässig sind. Und ja. sind immer wieder bei Oberflächlichkeit und schön und aussehen. Visuell ist es ja eh zum Beispiel im Bodybuilding am besten zum Sehen. Es gibt die Bulking-Zeit und dann gibt es halt die Cutting-Zeit. Das ja. heißt, dann, man muss halt dann in einem Überschuss eine Zeit leben, damit man sich halt wieder den Körper wieder dafür bereit macht, dass man halt Muskelmasse aufbauen kann. Und dann wird halt
isst man halt wieder weniger, damit es wieder sichtbarer wird. Und dann muss man wieder mehr essen, damit man aufbauen kann. Dann sieht man es wieder weniger, weil Fettlage drüber ist. Und dann baut man wieder ab. Und es ist ja alles Natur, weil ein Apfelbaum tragt auch nicht das ganze Jahr Äpfel. Es gibt, genau aus dem Grund gibt es ja auch Saisonen und alles Mögliche, damit es halt diese Ruhe gibt und diese Phase. Und ein Feld kann man auch nicht immer bebauen, weil es muss auch mal brach liegen, damit sie das Ganze... Ja, genau. Und das gilt für uns genauso wie für alles andere in der Natur. Das ist einfach Naturgesetz und da kann man sich dagegen sträuben, aber ja. Irgendwann gibt es... Wir sind alle Bäume halt keinen und müssen Ertrag. Brach ja. Das ist nicht da. Ja. Ja. Das sind wir bei vielen Systemen, wo wir versuchen uns oder unsere Gesellschaft, unser System, ein soziales System versucht sich in diesen Wahn, wir sind so gut, ja, über alles darüber hinwegzusetzen. Mhm. Und wir brauchen nicht mehr auf Jahreszeiten Rücksicht nehmen, wir können die Orangen im Winter essen oder die Äpfel und wir können die Erdbeeren im Winter, jetzt wo es Schnee ist, trotzdem Erdbeeren essen und wir können das und wir können das und wir brauchen auch von unserem Körper her auf die Jahreszeiten gar keine Rücksicht nehmen. Wir schicken die Kinder trotzdem auch im Winter um 7:30 in die Schule, wo es noch so finster ist und wo es noch alle, ja, damit es einmal dort sitzen und nicht einmal dort bewegen wir es dann, sondern dann setzen wir es hier und ja. Wir selber, ja, laufen das ganze Jahr im gleichen Rhythmus. Ja? Ja, obwohl eigentlich die Natur einen ganz anderen Rhythmus verlangt. Wir sehen es jetzt, wenn man sagt, jetzt diese heißen Sommer, die wir jetzt gehabt haben, wir fahren das System weiter. Jetzt haben wir mittlerweile 2-3 Sommer gehabt, wo wir Temperaturen gehabt haben, bei uns wie normal im Süden. Mhm. Ja, weil die im Süden machen 4 Stunden Siesta. Aber wir nicht. Ja, dass die Leute es nicht aushalten, wenn sie bei 35 Grad um 12 Uhr Mittag was arbeiten müssen, ist klar, aber man, es ist wurscht. Es ist wurscht. Weil, ja. Es wird halt immer so eingegriffen und wir tun uns nicht immer angefallen damit. Und natürlich ist es Zivilisation und natürlich sind wir als Menschheit heutzutage dort, weil wir eben immer versucht haben, die Situationen und das Umfeld so hinzubiegen, dass es uns dient, aber jetzt setzen wir uns darüber hinweg. Ja, jetzt setzen wir, stimmt. Also wir haben versucht, es so zu alles zu nutzen und das hat uns so stark gemacht. Mhm. Wir sind nicht die Schnellsten, wir sind nicht die Kräftigsten und wir haben es einfach geschafft, uns in der Evolution so anzupassen, das System für uns zu nutzen. Mhm. Jetzt sind wir aber so weit, dass wir sagen, okay, wir stehen über dem System. Mhm. Wir versuchen es nicht zu nutzen. Wir stehen drüber. Mhm. Und wir bestimmen es über das System. Ja. Und das wird nicht kann funktionieren. Nicht, ja. Funktionieren auf lange Sicht. Mehr, denke ich. Und ja. Das ist erschreckend. Und trotzdem denke ich, dass jeder, wenn man versucht, diese Mechanismen zu verstehen und selbst in der kleinen Zelle, in der Einheit, jeder für sich selbst, in seinem Familienverband, in seinem sozialen Umfeld mit Freunden, Bekannten, in seinem beruflichen Umfeld, mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, mit sehr vielen Menschen jeden Tag zu tun, denen in dieser Richtung etwas mitzugeben, dass sie einmal bei sich selbst beginnen, darüber nachzudenken, zu verändern, dann ist es möglich, das System zu verändern. Und wir können es nicht von oben ändern, wir können es nur von unten ändern. Und an 0815 der Herangehensweise wird halt nicht funktionieren, weil jeder anders ist, jeder hat ein anderes Leben, jeder hat andere Anforderungen. Deswegen kann man auch nur begleiten und sagen, das und das und das sind die Möglichkeiten, das und das muss auf jeden Fall passieren. Wie integrieren wir das für dich, damit es für dich Sinn macht und damit es für dich funktioniert? Das ist ja so jetzt habe ich einen Artikel drüber gelesen, klingt das so wie es auch die Tina gesagt hat, diesen sich Hilfe zu holen, ja, also coachen, ja. Bei uns niemand braucht, ich weiß alles. Das ist so ein Nee, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Nein, das ist so ein Eingeständnis von, ich käme nicht aus. Ja, ich bin so, aber sich jetzt in gewissen Bereichen einfach Information und auch Feedback zu holen von jemandem, der von außen steht und der sagt, pass auf, so wie ein Trainer, ein Coach halt. Ja. Mhm. Aber das ist bei uns noch, ja. Da
ich schaffe das schon selber. Naja, ich tue halt so und da habe ich gelesen und dann tue ich und dann verirren sie sich alle in einen Strudel, anstatt sich hinzustellen und sagen, okay, ich gehe wohin und da lasse ich mir helfen und dass das nicht von heute auf morgen geht, ist auch klar. Ja. Aber das hat sich bei uns auch noch nicht durchgesetzt. Das, ist das, das Bewusstsein einfach noch irgendwie. Merkt man an sich selber oder ich merke es an mir selber, dass ich trotzdem auch noch sehr in diesem alleine machen drin hängen und da hilft der Podcast auch dabei, dass ich natürlich weiß man das theoretisch, dass man nicht alles wissen kann und dass man halt Experten braucht für bestimmte Sachen, aber selber eingestehen ist halt nicht so leicht. Aha, teilweise. Es ist nicht einfach, aber im Endeffekt, da sind wir wieder beim Nährboden. Alles, was irgendwie nicht gut funktioniert oder alles, was man sich selber irgendwie eingestehen muss, alles, was man wo man merkt, dass man irgendwo ansteht oder dass einfach, sagen wir einfach, dass Veränderung notwendig ist, das ist einfach der Nährboden für Wachstum und eben fürs Besserwerden. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir einfach den Leuten da draußen mitgeben müssen, dass gerade im Sportbereich, im Gesundheitsbereich in dem Sinn, eben so wie du vorher gesagt hast, es gibt nichts Negatives in dem Sinn. Es gibt nur die Möglichkeit zur Veränderung, zur Adaption und in Wirklichkeit in gewissen Bereichen halt ein bisschen besser werden. Und wenn halt irgendwas nicht funktioniert aufgrund der Physiologie, weil du halt so baut bist oder weil du halt eine Verletzung gehabt hast oder was auch immer, dann heißt das ja noch lange nicht, dass du jetzt dort irgendwie stehen bleiben musst, sondern dann wirst du halt in einem anderen Bereich ein bisschen besser. Aber ja, da gehört halt Reflexion dazu und da gehört halt ein gewisses Einverständnis oder Eingeständnis dazu. Und das müssen wir den Leuten auch ein bisschen einfach wirklich. Ja, was heißt ein bisschen, und das müssen wir den Leuten irgendwie auch mitgeben. Damit fängt das sich einmal an bei der Grundbasis eigentlich, die Einstellung dazu. Die Fragen sind ja da, weil ich habe vor 2 Wochen bei einem Übungsleiterkurs Biomechanik unterrichten müssen, 2-3 Stunden lang. Ja. So. Und der Ansatz war es für mich, nicht jetzt irgendwelche Formeln hinzuknallen und, wie es ein Übungsleiter, sondern diesen Sinn für das Beobachten und warum und wieso und wie und nur einfach. In Wirklichkeit ist dann eine ganz interessante Diskussion entstanden, wo die Leute dann einfach Infos über das Ganze haben wollten. Ja? Mhm. Also wo es dann nicht ums das Newton'sche Axiom gegangen ist, weil das ist halt so, sondern aha, wie gehe ich? Und am Tag vorher haben wir eine Praxis gehabt, Kraft, und ich habe versucht, das zu vernetzen. Ich habe geschaut, beobachten, 2-3 Grundregeln und dann reinspüren und adaptieren und warum, wie und. Und dann hat man gemerkt, diese 20 Leute, die wollen es verstehen, die wollen nicht Formeln und Definitionen, sondern die wollen die Sache spüren. Ja. Und dann ist es um viel, viel andere Dinge gegangen, die noch immer biomechanische Probleme sind oder Sachen sind, aber wo man ihnen erklärt, welche Auswirkungen, welche Handlungen oder welche Auswirkungen welcher Schuh oder welche Auswirkungen eine falsche Fußstellung beim Sprung haben kann, weil. Mhm. Und dann ist die trockene Biomechanik, die für mich elendiglich trocken ist, ich habe da so einen Knacks mit einem Professor auf der Uni, was erbärmlich war, aber aus dem heraus wird es spannend. Ja. Wie setze ich das jetzt in der Praxis um und wie kann ich den Leuten, die ich betreue, wie kann ich die damit unterstützen, damit sie unfallfrei arbeiten können, verletzungsfrei arbeiten können, besser arbeiten können, trainieren können, spüren können und. Ja. Mhm. Und da war es schon für mich so merkbar, die wollen das wissen. Die wollen raus aus diesen. Und wenn man das Interesse und die Neugier hat, dann und das steht passt nämlich, das schon. Und das steht nämlich in keinem Buch. Mhm. Ja, das steht in keinem Buch, weil wenn du dort stehst und ich setze dann immer so die Anker mit Beispielen und so weiter. Wenn ich mich seit fast 25 Jahren in der Materie bewege, gibt es irrsinnig viele Beispiele oder für fast alles ein Beispiel. Mhm. Und wenn man es mit der Praxis dann verknüpft und den Anker setzt, dann sagt man, ja, und nicht die Definition und nicht die Formel, sondern das, was liegt dahinter und welche Information Substanz. Oder welche Erfahrung
ich mit vielen Dingen gemacht, wo ich auch sage, das habe ich probiert, das ist furchtbar in die Hose gegangen. Ja. Für mich, ja, und da muss man sagen, das ist in die Hose gegangen. Ich habe gedacht, das ist super, versucht es durchzudehnen, vollkommen gescheitert. Mhm. Zurück zum Start, System neu aufsetzen. Und geht schon. Ja. Immer ist Grundverständnis und Verknüpfen. Und die Leute, die gute Therapeuten sind oder die gut sehen, in was auch immer sie tun, also es ist immer das Verknüpfen im großen Ganzen, weil Leute oft sagen, es ist schon kompliziert, der Körper, wenn ich versuche zu erklären, warum passiert, was passiert. Es macht alles Sinn. Also für den Körper macht es alles Sinn, ja, was er tut und wie er zum Beispiel auf Verletzungen reagiert und dass er zum Kompensieren anfängt und so ja, weiter. Es ist nicht furchtbar kompliziert, es ist viel. Ich sage immer zum Beispiel, Physiotherapie ist kein schweres Studium, es ist halt enorm umfangreich. Man muss irgendwo anfangen und am Anfang, wenn man sie zum Beispiel, also ich habe 4 Jahre großteils den Bewegungsapparat studiert und danach habe ich auch gerade einmal nur die Basis gewusst, damit ich gefahrlos auf die Menschheit losgelassen werden kann, ohne dass ich eigentlich einen mega Blödsinn mache, aber viel weiß man halt noch nicht. Man weiß halt nur genug, damit man mal anfangen kann, Erfahrungen zu machen und weiterzulernen. Und das ist eigentlich bei jedem Studium, also das sollten die Leute sich realisieren. Wenn sie was lernen, dann lernt man eigentlich genau nur genug, damit man danach weiterlernen kann. Es ist enorm viel und wir haben zum Beispiel angefangen mit der Hüfte, mit der ganzen Anatomie und Physiologie und bla 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 und Pathologie und so weiter zur Hüfte und dann schaust du das an und denkst, dann siehst du halt, da ist der Muskel und der hast so und so und der tut das und das und du kannst halt, du hast noch keine Vorstellung und kein Verständnis dafür. Irgendwo musst du aber anfangen und am Anfang ist es natürlich überwältigend, also wenn man sich noch nie mit Sport und Bewegung auseinandergesetzt hat, aber es macht alles Sinn und wenn man eben mal so weit kommt, dass man das Grundverständnis hat, dass man die Hüfte versteht, dann kann man das direkt ummünzen auf die Schulter und warum die tut, was die tut und irgendwo muss man halt anfangen, man darf auch nicht zu nichts Unmenschliches von sich selber erwarten, vom Verständnis her, vom Lernen her und eben auch vom Bewegen her. Deswegen muss man eben zuerst einmal richtig spazieren gehen können, bevor man überhaupt einmal ans Laufen denken kann. Und es geht halt immer um die Basis. Wenn man zu viel von sich selber erwartet, kann man das nicht schaffen, dann hat man ein negatives Erlebnis und dann sagt man, Bewegen und Sport macht keinen Spaß. Ich bewege nicht gern, ich mache nicht gern Sport. Ja, wenn man was macht, was man nicht kann und was zu einem Fehler führt, dann macht es auch keinen Spaß. Und wenn man immer nur das macht, was man gut kann, ist das jetzt auch nichts. Also es ist eben immer dieses Gleichgewicht zwischen zu viel und zu wenig, weil beides eigentlich auf Dauer gleich schlecht ist. Da weißt, was war jetzt? Ide Portal hat das gepostet. Ein Video. Wir haben so jetzt der Diego Maradona. Ja. Maradona, ein Boxer. Ja. Das heißt, waren 4 oder 5 Leute. Nein, ich glaube 3 waren es. Dann war Maradona, da war noch, nein, weil da war auch noch der Dings, der eine Musiker. Und das war so arg, wenn man sagt, okay, Diego Maradona, der Wurzel und so. Und der Ido Portal hat das eben so, welche komischen Bewegungen der macht. Und der hat beim Aufwärmen, der ist gerannt und hat dann eine Judo-Rolle gemacht, ist weitergelaufen, andere Seite Judo-Rolle und alle anderen haben klassisch und ja, dann ist er irgendwo gestanden, hat sich ausgeschüttelt. Ja. Oder hat man den Ball herumbalanciert, ja, während die anderen wenn ich, herumgelaufen ja, sind. Und der ist ja, ein fehlgeleiteter Mensch, aber der war deshalb so gut, weil er einfach so viele Muster und Sachen auf Lager gehabt hat, die er halt irgendwann. Hast du auch gesehen, wie er auch gehört hat, wie sie geboxt haben? Ja, ja. War ja auch der Maradona, und, wo er mit und, seinem Kollegen und, ja, Schatten boxen und aber diese. Da, ja. Diese Bewegungen und wenn man alles verknüpft wenn und ich, integriert genau, eben. Und wenn ich in irgendeinem Kurs beim Sandsack boxen und sage, ja, Pause, ausschütteln, stehen uns alle, schau mir an. Ja. Sag ich, das ist ja nicht nur, weil ich will, dass die Zeit vergeht und weil man fad ist, sondern das hat einen Sinn. Ja. Nein, das braucht niemand. Aber ja, erste Regenerationsmaßnahme, lassen wir gleich mal liegen, weil es ist wurscht, wir brauchen nur ja. Und diese Ansätze, eben gerade Maradona, wo man sagt, der kleine Blade, der. Aber warum war er der sportlich so gut? Der hat so einen natürlichen Ansatz dazu gehabt. Ja. Ja. Und den zu entwickeln und da einfach Dinge zu machen, die man noch nie gemacht hat.
Und das einfach dran, das sage ich einmal beim Fußball, auch wenn man jetzt der Fußballmannschaft betreut, wenn du so einen Spieler hast, sagst, okay, 5 Schritte laufen, 7 Schritte laufen, Judo-Rolle linke Schulter, wieder Judo-Rolle rechte Schulter, sagt er, na, traue ich mich nicht, weil da sitzen leider auf der Tribüne, die Kollegen machen was anderes, die Gegner machen auch irgendwas anderes, ich war da, nein. Nein, es bringt dich weiter. Nein, oder stelle ich hin und schüttel dich so. Ja. Die fragen mich, ob ich betrunken bin. Ja? Das höre ich schon regelmäßig, wenn ich sage, die und die Dehnübung, die musst du eigentlich 5-6 Mal am Tag regelmäßig machen, weil ein Muskel, der gewöhnt ist, verspannt zu sein, der macht es eben. Der wird nicht von selber locker, weil der glaubt, das ist normal. Alles, wir sind Gewohnheitstiere. Und wenn ich dann sage, du musst 5-6 Mal am Tag 20-30 Sekunden dehnen, in der Arbeit sollen die Leute denken, ja, dass du da eine Übung machst. Jeder, der sich dem überhaupt auffällt, ich bin ja davon überzeugt, dass die meisten Leute gar nicht sehen, was wer andere tut, weil jeder zu viel mit sich selber beschäftigt ist. Jeden, der uns auffällt, der sollte eigentlich gerne mitmachen, weil schaden kann das kaum. Vor allem eben mit einem sitzenden Beruf und so. Aber wir sind halt so in unseren Erwartungen, in unserem Bild von uns selber auch gefangen, weil es erwartet auch keiner, wenn ich mich zum ersten Mal zu einem Klavier setze, erwarte ich nicht von mir selber, es erwartet auch kein anderer von mir, dass ich gleich eine Sonate spiele, sondern dass ich klimper und dass ich Fingerübungen mache. Natürlich dauert es Jahrzehnte, bis ich vielleicht diese Sonate spielen kann. Ja. Und warum soll es beim Laufen anders sein? Oder warum soll es beim Schreiben haben wir auch nicht von heute auf morgen können? Ja, das ist ja das, wo wir schon mal gesagt haben, diesen Versuch, den sie gemacht haben, der Klavierspieler oder Klavierspieler, Stunden. Wie viel zur Meisterklasse und wo sie verglichen haben, die ambitionierte Musiker, die Musiklehrer geworden sind und die halt Weltklasse wie Ton geworden sind. Und der Unterschied ist nicht das Talent, sondern das Unterschied ist, wie viel sie trainiert haben. Ja. Und der Vitose hat einfach mehr trainiert. Also das heißt, je mehr ich mich mit dem auseinandersetze und je mehr ich das übe, umso besser wird. Ja. Und man kann eben zum Beispiel ein super Sänger sein und zu Hause seine Opernarie schmettern und dann sind es aber trotzdem die Arien, dann sind es halt trotzdem die Umstände, die dafür sorgen, ob man es wirklich gut kann oder nicht. Weil wenn du nämlich allein unter der Dusche ein super Sänger bist, dann musst du halt auch mal auf der Bühne stellen vor 100 Leuten und musst dann trotzdem auch noch Das Spannende ist für mich so in dem Zusammenhang, so wie bei dem Mut, ja. Immer gestern so eine Netflix-Serie angeschaut und dann hängen geblieben über einen Fußballverein, ja. So, wie die halt trainieren und der Saisonverlauf und Trainer und Trainerwechsel und so weiter. Und das ist das Training zum Teil so. Und auch eben das körperliche Training oder Konditionstraining. Und dann denke ich, was machen die ganze Zeit? Ja? Und dann denke ich, die wollen ja in Wirklichkeit Fußball spielen. Ja? Also was, da waren Übungen oder Sequenzen so bei mir, denke, was macht das jetzt für einen Sinn für einen Fußballer? Machen die das nur, damit die Zeit vergeht? Werden die dadurch bessere Fußballer? Oder, und dann denke ich, Vater, diesen Mut auch in dem Bereich, wenn man so sagt, Freunde, jetzt ziehen wir das ganz anders auf. Jetzt schauen wir im Sinne, so wie wir es gerade gesagt haben, idiopathalmäßig oder wie auch immer, es bewegen wir uns einmal ganz, ganz anders, ja? Viel freier und nicht nur immer starr im System. Und dann da mal da dran. Links, rechts, vor zurück. Linkes Bein hoch und rechtes Bein hoch und. Ja, halt wieder einseitig belastet, weil man immer das Gleiche macht und eben Autopilot nicht mehr bewusst, sondern einfach tun, was immer schon so war. Ja. Aber, gibt aber dann erwarten wir kreative Spieler. Wir zwängen sie in so ein Muster und dann sagen wir, wir haben keine Kreativität im Spiel. Wie soll der Kreativität entwickeln, wenn der nicht einmal beim Aufwärmen kreativ sein darf, sondern nur immer die. Und das ist schon spannend. Aber schon, und dann halt trotzdem auch wissen, dass Veränderung dauert. Ich glaube, ich habe es eh schon mal erzählt, aber einer von meiner Physiologie-Dozenten, der ist eben Holländer, hat holländische Fußballer betreut und ist dann nach Deutschland gegangen zu einem Fußballverein und hat dann dort alles umgedreht. Also der hat Conditioning gemacht und die deutschen Fußballer waren halt natürlich auf Kondi und nur Rennen und die haben das halt alles auf Kondition gemacht und dann hat er angefangen, dass er mit Technik und bla bla und Kreativität und so weiter und hat das alles umgeschmissen von heute auf morgen
und die haben nichts mehr gerissen, ja, weil es halt einfach zu viel verlangt ist. Das heißt, man muss das dann halt auch so aufbauen, dass es Sinn macht und dass man sich halt in die richtige Richtung bewegt, und man kann halt auch nicht sagen, alles, was wir heute machen, ist schlecht, und es ist ja nie alles schlecht. Ja, aber du bist halt im leistungsorientierten Sport, bist halt im Ergebnis gefangen, also ergebnisorientiert, am Ende vom Tag zählt, hast du gewonnen oder nicht. Ja. Ich habe das selbst verspürt einmal bei einer Mannschaft, wo ich extrem umgestellt habe, junge Spielerinnen und. Dann noch ein, zwei Spielerinnen Verletzungspech und dann raufst schon. Dann raufst schon gegen den Abstieg, ja. Und dann wird der Präsident ungeduldig und dann war's das. Ja? Und 8 Jahre später ist genau der Stamm dieser Mannschaft, genau die Spielerinnen, die damals die Chance gekriegt haben. Es ist etwas entwickelt worden, aber wenn man das nicht gemacht hätte, dann hätten die Spielerinnen die Entwicklung gar nicht gemacht und dann hätten sie gar nicht so viel gespielt, dann hätten sie die Erfahrung gar nicht gemacht, dann hätten sie den Druck nicht gehabt und. Aber für das hast du oft die Zeit nicht, ja, weil jeder so gefangen ist und wir müssen unbedingt so viel da werden und so viel da werden und wir müssen und. Das Verständnis auf Funktionärsebene, um was es wirklich geht, ja, null da ist. Null. Die das einfach gar nicht verstehen. Und auch gar nicht können, weil es ja nicht in der Job ist, aber sie dich nicht mal machen lassen, weil sie Angst haben. Und klar hängt viel dran. Aber du kannst so Systeme gar nicht so. Umwerfen. Und das ist halt das Traurige, weißt du, ich fände es spannend. Ich fände es spannend. Und wenn du siehst, das trauen sich ja andere auch, weil wenn der MMA-Fighter sich von Ido Portal trainieren lässt, der einen ganz anderen Ansatz hat als ein MMA-Fighter, und der schaut sich Bewegungen an und sagt, ja, okay, das müssen wir so machen, dann trainiert und der wird Weltmeister. Mhm. So, der hat sich auch getraut, das System zu ändern und ganz anders zu trainieren, wie er bisher trainiert hat. Ja, da hängt halt keine ganze Mannschaft dran. Ist natürlich immer ein bisschen einfacher vielleicht. Viel aber Kohle trotzdem etc. Ja, ganz anderes Level. Da wo wir jetzt von Erwartungen und von Kreativität gesprochen haben, was nehmen wir denn ins Jahr 2019 mit? Oder was erwarten wir denn von uns? Also ich möchte jemanden da haben, wo wir wirklich streiten. Ja, passt. Endlich einmal. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da habe ich schon ein paar Ideen. Aber im Endeffekt wird es auch bei denen dann hinauslaufen darauf, dass wir irgendwo den gemeinsamen Nenner wiederfinden. Aber also die Diskussionen stehen auf jeden Fall an. Die Liste mit potenziellen Gästen, wo ich schon dran bin zum Schreiben, Und bitte, es ist auch immer so ein, falls wer Ideen hat, gell? Ja. Melden. Ja, genau. Falls wer unbedingt kommen will, ja, das kann ich jemand selbst einladen. Auch. Ja, bitte, gerne sogar. Ja. Es ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, ja, was weiterbringen oder was weiterbringen. Auf der anderen Seite, so offen bleiben. Ja. Ja. Das ist so das Persönliche. In die Richtung, das wäre jetzt spannend. Na, bleib mal offen. Ja. Ja. Und ich denke, das Wichtige ist für uns. Ja. So. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir organisch wachsen. Ich glaube, dem werden wir jetzt auch noch treu bleiben, auf jeden Fall 2019, weil ja jeder von uns Vollgas, Vollzeit eingespannt und geht auch gar nicht anders. Es wird definitiv Neuigkeiten geben, was die Workshop-Thematik betrifft etc. Aber ich hätte auch gesagt, wichtig ist, dass wir offen bleiben, dass wir der Philosophie treu bleiben, dass wir sagen, wir hören uns jeden an. Eben in sogar in der Hoffnung, dass das was gibt, wo wir gar nicht d'accord sind. Aber es ist auch wirklich jeder interessant. Das hat da jeder was zu sagen. Definitiv. Ja. Also, das, und vor allem die Geschichten eben, warum sie dort sind, wo sie jetzt sind. Wenn du eben diese gemeinsamen Nenner auf einmal siehst, von wegen jeder hat so ein bisschen Erwatschen abbekommen, der hat ein Erlebnis gehabt, der hat ein Erlebnis gehabt. Einfach auch spannend zu sehen, eben, wie man sich selber ein bisschen aus der Komfortzone bringt, wie man andere Leute aus der Komfortzone bringt, wie die Leute auf einmal anfangen auch so zu denken oder überhaupt, dass man an Gleichgesinnte trifft, die auch dieses Denken haben von wegen, hey, tun wir was gemeinsam und tauschen wir uns aus und
muss nicht jeder sein Süppchen kochen und ganz im Gegenteil und also das will ich auf jeden Fall beibehalten, aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Was ich auf jeden Fall, das 2019 will, wir brauchen auf jeden Fall ein zweites Mikro. Das werden wir uns noch irgendwie zulegen. Ja. Und dann und einfach weiter. Lernen. Und sonst weiter wie gehabt, weil macht Spaß und ja, macht geht super gut. Wer weiß, was uns noch alles einfällt. Richtig. Genau. Ja, also ich bin da super zuversichtlich. Und ich glaube, die Leute, die uns mittlerweile folgen, die sind auch wirklich interessiert. Man sieht es trotzdem, die Leute trauen sich noch nicht richtig zu reagieren. Die Leute trauen sich noch nicht richtig raus, so von wegen, hey, keine Ahnung, kommentier nochmal, hey, mir geht's auch scheiße und ja. Aber ich glaube, das haben wir auch relativ gut gezeigt, dass ja, wir sind auch noch immer da und du hast viel preisgegeben, damals eigentlich mit deiner Geschichte, mit der ganzen Ernährungsumstellung und hast viel erzählt und Trainingsvideos herzuzeigen und einmal Basic-Übungen und was man eigentlich nicht kann. Ich glaube, das ist auch ein guter Weg, den wir weiterverfolgen sollten, dass wir einfach den Leuten zeigen, hey, was ist kein Schande, eben die negativen Sachen hier zu zeigen, weil man eben schön zeigen kann von wegen, hey, da passt es nicht, dann arbeiten wir mal an der Basis und dann eben ein paar Wochen, Monate oder was eben den Progress zu sehen, was dadurch entstanden ist. Ja. Ja. Das glaube ich, wenn wir den Leuten ein bisschen mehr unter die Nase reiben. Ein bisschen mehr Transparenz vielleicht von wegen, dass es auch unmotivierte Zeiten gibt. Und ja, voll, definitiv. Also meine Montagsmorgenläufe, keine Ahnung, 5:45, die machen absolut keinen Spaß. Ja. Aber das Heimkommen macht Spaß und das Duschen gehen und nach der Dusche und dann in der Arbeit zu stehen und dann denken, oh, geil. Und du bist einfach schon mit einem ganz anderen Kopf da drinnen. Aber das Aufstehen, ich kann gern mal ein Foto posten um 5:45, wie ich da reinschaue, wenn ich aufstehe, wenn ich reinschlüpfe. Ich glaube nicht, dass das irgendwer sehen will, aber das gehört halt dazu. Aber der Unterschied ist eben, man macht es. Genauso wie eben, ja, ich habe halt auch geglaubt, ich kann schon die Welt niederreißen und dann gebe ich mich halt wieder mal. Hab dich die Welt niedergerissen. Ja, dann gehst du halt einmal wieder zurück zu den Basics und dann fangst du halt wieder, ich will nicht sagen bei Null an, aber halt schon bei ganz unten. Aber ja, man muss einfach tun und das müssen die Leute da draußen checken und sehen, dass diese ein, zwei Schritte zurückzugehen viel mehr bringen. All along. Schlag der Medusa den Kopf ab? Na, da, was? Wer ist nicht die Medusa? Ah, jetzt habe ich die Metapher verkackt. Oh, Scheiße. Es ist Zeit. Ja. Das Jahr neigt sich zu Ende. Ja. Die Birne ist voll. Die Herkules. Ja. Hydra. Mehr Köpfe. Ich glaube, es sind viele genau. Geköpft ja. worden. Ja. Na, Kopf abschlagen und zwei wachsen ja. nach. Ja. Gott sei Dank gerettet. Dann auch die Captain America war Hydra. Ja, genau. Ja, Kopf abschlagen und zwei kommen nach. Das ist eine coole Metapher. Ja. Also nur weil man einen Schritt zurück macht oder weil man irgendwas anders macht, heißt das noch lange nicht, dass man dann... Das ist das erste wächst jetzt ein zweiter Kopf. Sicher. Mindestens einer. Mindestens ein zweiter Kopf. Also hoffen wir, dass nur nein, ein Kopf bleibt. Ein zweiter Chor in deinem Fall. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was 2019 dann irgendwo auftaucht. Na. Aber ja, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ja. Kommunikation. Ja, 2019, 2018. 2018 ab. Beginnen 2019. Siehst du, bist ja Jahr. Ja, na, ich freue mich schon. Ich sage euch danke. Hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Danke an alle Zuhörer und alle Zuseher, die uns bis jetzt quasi treu geblieben sind und hoffentlich auch noch treu bleiben. Wie gesagt, wir haben viel vor. Nicht herzagen, das ist noch geheim. So, ganz kurz, sieht man es überhaupt auf der Kamera? Das, also für unsere Zuhörer, wir werden uns jetzt noch auseinandersetzen mit unserer Workshop-Matrix. Also wir haben definitiv was Großes vor und ja, wir werden uns jetzt mal überlegen, was wir von dem umsetzen 2019, wie wir es umsetzen. Und ja, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Nicht ausrutschen. Nicht ausrutschen. Und wenn, dann ja, wisst ihr, wo ihr hin müsst. Und ja, Neujahresvorsätze hin oder her. Ah, gibt's keinen. Einfach machen. Ja. Und nicht weiter auf kommunizieren. Nein, und nicht auf den 1.1.2019 warten, sondern einfach heute jetzt starten. Jetzt anfangen.
Genau. Es gibt sonst nur Ausreden. Punkt. Und die braucht man nicht. Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Mit der roten Zipfelmütze. Ja. Passt. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Brav bleiben. Bussi, bussi. Abonnieren und spread the word. Amen. Amen.